Ja, einen schönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute geht es um das Thema Wikifolio und dort habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Mein Name ist Mike Thielen und wir schauen uns also heute an wikifolio.com. Diese Handelsideen überzeugen Einblicke in den professionellen Börsenhandel. Also habe ich unseren Partner Wikifolio mitgebracht und zu unserem Partner gibt es da natürlich auch ein Gesicht und ein Sprecher. Heute ist es Nikolaos Nikolsios und den begrüße ich gleich auch. Bevor ich das mache, weise ich nur kurz nochmal darauf hin. Wir haben ja hier auch mit Wikifolio eine Aktion, eine Sparplanaktion. Hier gibt es ausgewählte Wikifolios im Sparplan und das zum einen Wikifolio Trader, die das Ganze privat zum Beispiel machen, aber auch hier Vermögensverwalter Wikifolios, die mit dabei sind, die Sie hier als Sparplan anlegen können. Und hier steht es auch, Zertifikate, Sparpläne von Wikifolios bei uns bis zu einer Sparplanrate von 500 € kostenfrei. Und alles, was dann über diese Sparplanrate ist, wenn Sie einen Sparplan für 600 € anlegen, ist es dann nicht mehr kostenfrei. Also da dann drauf achten. Aber hier ein sehr gutes Angebot für Sie, eine Bandbreite an Wikifolio-Sparplänen, die da sind. Und dann eben auch die unterschiedlichsten Strategien, die da abgebildet werden. Wir haben ja gestern eine nächste Zinserhöhung gesehen in den USA. Da gibt es sicherlich auch einige Trader, die da irgendwo mit Strategien drauf spekuliert haben. Das kann man mit Wikifolios abbilden. Wie genau das funktioniert, sage ich nicht heute, sondern der Kollege von Wikifolio. Und deswegen auch ein herzliches Hallo an dich, Nikolaos Nikolsios. Nikolaos, ich hoffe, du kannst mich verstehen. Ja, kann dich wunderbar hören und auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ja, super, Nikolaos. Dann mache ich dich direkt mal zum Moderator, damit du die Bilder auch übertragen kannst und deine Präsentation zeigen kannst. Und ich würde einfach mal sagen, leg einfach mal los. Wer bist du? Was machst du bei Wikifolio? Und für alle Teilnehmer natürlich noch der Hinweis, Sie können gerne, wenn etwas mit dem Bild, mit dem Ton nicht passen sollte, im Chat das Ganze schreiben. Und natürlich, wenn Fragen sind, sind Sie auch herzlich dazu eingeladen, die Fragen hier zu stellen. Die beantworten wir dann auch gerne während des Webinars. Aber jetzt erstmal genug von meiner Stimme, von meiner Seite. Nikolaos, leg doch bitte los und ja, sag einfach mal was über dich. Ja, also nochmal einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ja, danke vielmals für die freundliche Einleitung und vor allem, ich freue mich auch generell über unsere Kooperation, die wir ja mit dem S-Broker jetzt schon sehr lange Zeit haben und vor allem eben jetzt auch bei den Sparplänen hat sich wieder einiges getan, weil die Vermögensverwalter auch dazugekommen sind. Ja, zu mir als Person, ich bin bei Wikifolio im Business Development tätig, das heißt, ich kümmere mich vor allem um die Banken und Broker-Partnerschaften, aber dann eben auch, wenn wir die Messen haben, es kommen ja jetzt wieder die nächsten Finanzmessen, Börsentag Berlin oder eine World of Trading, da bin ich dann öfter auch entweder Vortragende, wenn wir halt Präsentationen haben, oder freue mich natürlich auch, wenn der ein oder andere von Ihnen dann zu uns an den Stand kommt. Und ja, stehen wir da jederzeit für alle möglichen Fragen jederzeit zur Verfügung. Ja, für heute haben wir uns vorgenommen, eben Ihnen einige Handelsideen zu zeigen. Der Untertitel vielleicht professioneller Börsenhandel mag jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen klingen für den einen oder anderen. Es ist aber auf Wikifolio so, wir haben mittlerweile fast an die 6.000 investierbaren Handelsideen auf der Plattform. Und ich sage mal so salopp, es gibt eigentlich bei uns auf der Plattform für jeden Geschmack etwas dabei. Also sowohl für den klassischen Value Investor, der wirklich nach unterbewerteten Aktien sucht, bis hin zu dem ganz kurzfristigen Chart Trader, der also die technische Analyse für Timing Aspekte nutzt. Also das Spektrum ist wirklich sehr breit. Und ja, also von daher hoffe ich, dass auch die nächsten, ja, 45 Minuten für Sie spannend sein werden. Und ich darf eben kurz Wikifolio vorstellen und dann auch einige Handelsstrategien habe ich mitgebracht und natürlich dann am Schluss zeigen wir Ihnen noch mal kurz die Sparpläne. Ja, starten wir vielleicht gleich mal los. Ich habe zum Beginn habe ich Ihnen ein Zitat mitgebracht von Brian Tracy und ich finde, das trifft eigentlich unser Wikifolio-Konzept echt perfekt. Brian Tracy hat gesagt: "Learn from the experts. You will not live long enough to figure it out all by yourself." Also
Nutzen Sie die Möglichkeit, von Profis zu lernen. Nutzen Sie die Möglichkeit, hier von erfahrenen Börsenhändlern zu lernen. Einige unserer Trader haben 10, 15 Jahre, 20 Jahre, manche 30 Jahre Erfahrung. Wikifolio ist eine unglaubliche Informationsquelle, wo Sie jederzeit in Realtime sich die Portfolios ansehen können von anderen Tradern und Sie können dann eben auch in deren Handelsstrategien investieren. Und auf der anderen Seite natürlich auch jetzt, wenn hier einige Trader oder auch sehr erfahrene Anleger beim S-Broker dabei sind, die sagen, gut, ich bin eigentlich selber ein sehr guter und erfahrener Trader, dann haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, auf Wikifolio selber Ihre eigenen Handelsstrategien zu veröffentlichen, also in Form eines Wikifolios darzustellen. Und das ist eben dann spannend, wenn Sie sagen, naja, Sie möchten es eben auch anderen Leuten ermöglichen, dass sie Ihren Handelsstrategien folgen und dass sie eben dann auch einen Anteil der Performance Fee verdienen können. Vielleicht nochmal zum Konzept von Wikifolio. Also die grundlegende Idee dahinter, die der Andreas Kern, unser Gründer, hatte, war, er hat sich die Frage gestellt, wie wäre es denn, wenn man diese versteckten Trading-Talente, die es da draußen gibt, einfach sichtbar machen könnte auf einer Plattform, also völlig transparent darstellen könnte. Und darüber hinaus, wie wäre es denn, wenn man das Ganze dann auch noch in ein investierbares Produkt, also in ein börsengelistetes Produkt verpacken könnte. Das war eigentlich die Grundidee von Wikifolio. Und von daher sehen Sie, es gibt eigentlich zwei Sichtweisen. Entweder sind Sie jetzt ein Anleger, der sagt, ich schaue mir einfach die unterschiedlichsten Handelsstrategien an, die es hier auf Wikifolio gibt. Sie haben eben die Möglichkeit, als Anleger diesen unterschiedlichen Handelsstrategien zu folgen und eben in die Strategie von einigen Top-Tradern hier zu investieren. Und auf der anderen Seite haben wir die Trader-Sichtweise. Wenn Sie sagen, also Sie sind selber ein erfahrener und guter Trader, dann können Sie auf Wikifolio eben Ihre Handelsstrategie veröffentlichen. Und dann wird es eben spannend, wenn eben dann mehrere Anleger Ihren Handelsideen folgen, weil Sie haben dann hier die Möglichkeit, dann auch wenn Sie dementsprechend erfolgreich handeln, auch einen Anteil der Erfolgsbringer zu verdienen. Kurz zum Unternehmen, also Wikifolio wurde 2011 gegründet. Wir haben die ersten Wikifolios seit 2012. Wir sind um die 35 Mitarbeiter. Ja, und Wikifolio ist eben die, können wir sagen, die führende europäische Online-Plattform, auf der sowohl private Trader und professionelle Vermögensverwalter ihre Handelsideen darstellen können. Und jeder kann im Prinzip, also jeder, der ein Aktienkonto hat, oder ein Depot eben beim S-Broker beispielsweise, kann eben hier seine Favoriten auswählen und eben in Form eines börsengelisteten Finanzproduktes auch an der Wertentwicklung partizipieren. Darunter sehen Sie noch ein bisschen die Aktionärstruktur. Ja, der Gründer Andreas Kern hält um die 15%, 21% ist die Gruppe rund ums Handelsblatt und der Rest sind Speed-Investoren bzw. das Management. Wikifolio an sich hat sich ganz gut entwickelt. Ja, mittlerweile, wie gesagt, wir haben es fast 5.900 Investierbare. Auf der Folie steht noch 5.500. Also mittlerweile bewegen wir uns fast auf die 6.000 investierbaren Wikifolios hinzu. Wir haben fast 8 Millionen Trades innerhalb dieser Wikifolios durchgeführt und über 370.000 Kommentare haben unsere Trader veröffentlicht. Und die Kommentare sind deshalb wichtig, weil das natürlich eine sehr wertvolle Informationsquelle ist, die Sie sich ansehen können und um einfach nachzuvollziehen, wie denken unsere Trader, wie ist vielleicht deren Markteinschätzung im Moment. Also gerade der Lernaspekt oder die Möglichkeit hier von guten Tradern zu lernen, die ist einfach enorm. Ja, kommen wir jetzt zur Investmentphilosophie oder zu dem Prozess. Man sieht im Prinzip auf dieser Folie sehr schön, wie das ganze Modell Wikifolio funktioniert. Wir haben einerseits einen Trader und dieser Trader kann jetzt eben ein privater Trader sein, ein Medienunternehmer oder ein Vermögensverwalter, der erstellt auf Wikifolio ein Musterdepot. Und vom Verständnis her ist es sehr wichtig, das Wikifolio Musterdepot ist rein ein virtuelles Depot. Das heißt, unser Wikifolio Trader hat nie Zugriff aufs Echtgeld. Es ist immer nur ein virtuelles Musterdepot und auf dieses Musterdepot wird dann ein Index berechnet
Und auf diesen Index legt dann die Lang und Schwarz, unser Partner, legt ein endlos Indexzertifikat auf. Und das Schöne ist, ab dem Moment, wo man dieses Zertifikat an der Börse Stuttgart emittiert hat, ab dem Moment ist es eben über jeden Broker handelbar. Und das heißt, Sie können ganz normal von Ihrem Depot, vom S-Broker aus, können Sie dann einfach ein Indexzertifikat von dem jeweiligen Trader dazu kaufen. Und dieses Indexzertifikat, das werden wir auch oft gefragt, das ist ein endloses Indexzertifikat. Das heißt, es hat keinen Verfallstermin. Und es ist rein ein Indexzertifikat, dessen Aufgabe es ist, eben die Performance des Trading Depots nachzubilden. Das bedeutet, wenn jetzt der Wikifolio Trader hier keine Hebelprodukte im Depot hat, dann ist auch das Indexzertifikat rein ein Indexzertifikat, was eins zu eins den Index abbildet. Wenn er Hebelprodukte enthält, hat man natürlich eine Hebelwirkung durch die Produkte, die der Trader drin enthält, aber nicht durch das Zertifikat selber. Also das ist jetzt kein Hebelzertifikat, sondern es geht rein darum, die Performance des Wikifolio Traders von diesem Musterdepot eben nachzubilden in einem börsengelisteten Produkt. Ja, und bei uns auf der Plattform, die dient einmal rein als Informationsplattform. Das heißt, Sie können jederzeit auf Wikifolio draufgehen. Und wenn Sie dann die volle Einsicht haben wollen in alle Portfolios und in alle Trades, dann müssen Sie sich halt auch registrieren. Aber es ist grundsätzlich, die Nutzung ist kostenlos. Das heißt, Sie können jederzeit alle Portfoliopositionen, alle Trades in Realtime sich ansehen. Ja, Stichwort vom Wissen der Profis profitieren. Also ich habe Ihnen exemplarisch hier ein paar Strategien mitgebracht. Natürlich, es ist immer schwierig, aus über 5000 Handelsstrategien ein paar auszuwählen. Ich habe halt einige ausgewählt, die ja natürlich von der Performance her die letzten Jahre hier sich schon ganz gut bewährt haben, die aber auch einen sehr systematischen Ansatz haben. Und ich finde, hier passt eigentlich ganz gut das Zitat von Warren Buffett, oder besser gesagt die zwei Zitate von Warren Buffett. Buffett hat einmal gesagt, price is what you pay, value is what you get. Das ist wahrscheinlich eines der meist zitiertesten Zitate von Buffett. Also, dass man sich wirklich über den Wert eines Unternehmens Gedanken machen muss. Der Börsenkurs kann ja fluktuieren, aber letztendlich sollte man schauen, dass man eben in Marktphasen kauft, wenn dieser Preis, der ja laufend schwankt, unter dem inneren Wert der Aktie ist. Also das ist sicherlich einer der wichtigsten Aspekte des Value Investings. Ich fand dann aber vor allem ein zweites Zitat von ihm sehr treffend. Vor allem man sieht, dass unsere Top-Wikifolio-Trader immer wieder genau das machen. Er hat nämlich gesagt, the key to investing is not assessing how much an industry is going to affect society or how much it will grow, but rather determining the competitive advantage of any given company and above all the durability of that advantage. Also, dass man sich vor allem Gedanken darüber machen soll, wie stark denn dieser Wettbewerbsvorteil ist von einem Unternehmen und die Frage auch stellen soll, wie lang hält denn dieser Wettbewerbsvorteil an? Und diese Philosophie ist wirklich etwas, was wir sehr häufig bei unseren Top-Tradern beobachten können. Wenn Sie sich die Portfolios von unseren besten Tradern ansehen, da werden Sie sehen, die haben eine Tesla-Aktie schon vor einigen Jahren gekauft. Die haben eine Hypoport-Aktie schon vor einigen Jahren gekauft. Ich meine, dann, wenn natürlich dieser Titel in allen Medien ist, dann ist es natürlich immer sehr leicht, aber Aktien zu finden, die am Beginn eines großen Booms stehen, das ist ja immer die große Herausforderung. Und da haben unsere Top-Trader sicherlich ein sehr gutes Händchen. Und ich glaube, darum ist es sowohl für den klassischen Value-Investor als auch für den Trader einfach spannend, hier unseren Top-Tradern zu folgen. Schauen wir uns ein paar Beispielstrategien an. Ja, also wie gesagt, wenn Sie sich einmal zum ersten Mal bei uns auf der Homepage zurechtfinden wollen, das ist die detaillierte Suchansicht. Wir haben dann noch eine vereinfachte Schnellsuchseite, aber hier in dieser detaillierten Suche, die finden Sie einfach, wenn Sie oben im grünen Bereich gehen auf alle Wikifolios und dann wählen Sie einfach die detaillierte Suche aus. Hier sehen Sie
unterschiedliche Parameter, nach denen Sie filtern können. Sie können eben jetzt nach normalen Wikifolios suchen, Dach-Wikifolios, Medien-Wikifolios, Vermögensverwalter-Wikifolios oder dann noch speziellen Themen-Wikifolios. Und Sie können dann weiter unten entscheiden, ob Sie jetzt auch nach Wikifolios mit Hebelprodukten suchen oder ohne Hebelprodukten. Und dann weiter unten können Sie nach unterschiedlichen Performance- und Risikokennzahlen eben das ganze Universum hier sortieren. Eine Frage, die wir auch oft gestellt bekommen, ist ja, wie ist denn jetzt diese Anordnung, wie kommt denn die hier zustande? Also wir haben standardmäßig unser Wikifolio-Universum jetzt nach der Top-Wikifolio-Rangliste sortiert. Sie finden das bei uns dann auch in der FAQ-Sektion, finden Sie beschrieben, wie diese Rangliste zustande kommt. Aber vom Verständnis her können Sie sich merken, das sind 9 Kennzahlen, die da hineinfließen, unter anderem Performance, Asset Under Management, Drawdown und auch wie häufig loggt sich der Trader in seine Plattform ein, also wie aktiv der Trader ist. Und dann noch weitere Kennzahlen, aus denen errechnen wir gesamt einen Punktewert. Und aus diesem Gesamtpunktewert wird einmal unser Gesamtuniversum sortiert. Also Sie sehen jetzt aktuell, ist auf der Plattform beispielsweise der FX Trade Rohstoffwerte plus Indizes, ist jetzt ein Wikifolio, was hier ziemlich weit vorne ist. Und auch an der zweiten Stelle das Wikifolio Dach Trading und Invest. Das ist also auch eines, das schon über mehrere Wochen hier immer wieder weit vorne mit dabei ist. Ich habe Ihnen jetzt 3 Wikifolios mitgebracht. Ich habe die so ausgewählt. Das sind einmal alles Wikifolios, die es auch als Sparplan gibt. Vielleicht ein bisschen zur Entstehungsgeschichte noch von den Sparplänen. Gut, die Auswahl wurde ja nicht von uns getroffen, sondern vom S-Broker. Aber es sind einmal grundsätzlich Wikifolios, die nicht zu progressiv sind, also nicht ein sehr überhöhtes Risiko fahren. Und die halt auch bestimmte Mindestkriterien erfüllen. Also das heißt, dass der Drawdown beispielsweise nicht größer als ein bestimmter Wert war und anderen Qualitätskriterien entsprechen. Hier beispielsweise das Wikifolio Stockpicker und Cash. Das ist von der Vermögensverwaltung MS Finance Support. Und der Herr Stiegel, vielleicht wenn ich ein paar Sätze zur Strategie sagen darf, der Herr Stiegel hat hier einerseits einen klassischen, wenn man so will, Stockpicking oder Value-Ansatz, wo also nach bestimmten fundamentalen Kennzahlen wählt er die Unternehmen aus. Und dann kommt aber noch was Zweites dazu, und das ist ein bisschen was Besonderes an der Strategie. Er hat eine sehr ganz eigene Art des Risikomanagements entwickelt. Er hat nämlich gesagt, wenn unterschiedliche Branchen, und er hat sich so eine Art Risikomatrix hier ausgerechnet, und er sagt, wenn unterschiedliche Branchen zu fallen beginnen, also negativ werden, dann möchte er in seinem Portfolio in Cash übergehen, beziehungsweise den Investitionsgrad reduzieren. Und Sie sehen das sehr schön, wenn Sie sich die Equity-Kurve hier anschauen. Sie sehen, da gibt es immer wieder so Phasen, wo die Equity-Kurve eben kurz seitlich verläuft. Und da wissen Sie, aha, das war also eine Marktphase, wo sein Risikomanagement anscheinend gesagt hat, es ist jetzt besser in Cash zu gehen. Und spannend ist es dann, wenn Sie sich dann darüber den DAX-Index beispielsweise bewegen würden, dann sehen Sie, dass das eigentlich doch Phasen waren, wo der Index doch etwas kräftiger nach unten hin korrigiert hat. Also kann man durchaus sagen, bis jetzt ist es ihm eigentlich sehr gut gelungen, in diesen Abwärtsphasen hier einiges abzufangen und hier sozusagen das Risiko dann dementsprechend rauszunehmen. Ja, also das wäre durchaus ein Wikifolio, wenn Sie sagen, Sie wollen vielleicht etwas konservativer mal mit dem Thema beginnen, dann können Sie sich vielleicht hier dieses Stockpicker und Cash-Wikifolio ein bisschen genauer anschauen, wie gesagt, vom Herrn Manfred Stiegel von der Vermögensverwaltung MS Finance Support betreut. Vielleicht grundsätzlich auch zur Darstellung einmal, Sie sehen bei jedem Wikifolio natürlich einmal die Equity-Kurve, Sie sehen die Performance-Kennzahlen, die Risikokennzahlen. Rechts oben sehen Sie dann auch die ISIN-Nummer. Also wenn Sie dann in dieses Wikifolio investieren möchten, haben Sie einfach die Möglichkeit, diese ISIN-Nummer in Ihren Broker einzugeben. Sie sehen einen Kaufkurs. Jedes Wikifolio-Zertifikat wird mit 100 Euro ausgegeben. Also der Startwert des Wikifolio-Index-Zertifikates ist bei allen Wikifolios gleich mit
100 Euro. Und ja, nachdem dieses Wikifolio hier fast 59% Performance gemacht hat, haben wir eben jetzt aktuell einen Kurs von 159,13. Darunter sehen Sie, wie viel Kapital bisher in dieses Indexzertifikat geflossen ist. Und das jetzt auch zum Verständnis noch einmal dazu gesagt, das ist jetzt schon echt investiertes Kapital. Ja. Also der Wikifolio Trader betreut zwar immer nur ein virtuelles Musterdepot, aber diese 728.000, die dort stehen, das ist echtes Kapital, das hier in dieses Zertifikat reingeflossen ist. Ja, und die Zertifikategebühr, die ist bei allen Wikifolios gleich mit 0,95%. Und die Performancegebühr, die darf der Trader frei wählen, komme ich dann später auch gleich dazu. In dem Fall beträgt die Performancegebühr eben 10%. Das heißt, wenn dieses Wikifolio jetzt neue Gewinne macht, dann wird eben von diesem Gewinn 10% abgezogen und das ist eben der Anteil der Performancegebühr dann. Ja. Und wie gesagt, Stichwort volle Transparenz. Also Sie können jederzeit in das Wikifolio hineinsehen. Das heißt, Sie sehen bei jedem Wikifolio eine Beschreibung der Handelsidee. Also was zeichnet diese Strategie eben aus? Und Sie sehen auch, was er momentan im Portfolio hat. Und Sie sehen, momentan ist er relativ schwach investiert. Er ist fast 90% in Cash übergegangen und hat eigentlich hier nur ein ETF drin. Dürfte ein japanischer ETF sein. Also Sie sehen auch vom Investitionsgrad ist er jetzt momentan etwas zurückhaltend mit nur 9,5% investiert und den Rest ist er momentan in Cash gegangen. Also auch hier, wie gesagt, jederzeit Einblick, wie eben dieses Wikifolio momentan positioniert ist. Und Sie können auch jederzeit hier in der Trade History zurückgehen und sehen eben, wann hat er welchen Titel gekauft, wann hat er verkauft, was für einen Gewinn hat er mit welchen Titeln gemacht. Also Sie sehen beispielsweise mit der Banco Santander hat er rund 21% plus gemacht. Wenn dort noch kein Wert stehen würde, dann ist das eben ein Anzeichen dafür, dass er diese Position neu dazugekauft hat. Aber in dem Fall hat er also sehr viele Positionen geschlossen und man sieht also die letzten Trades waren eigentlich allesamt positiv. Ja, und Stichwort Kommentare. Wie gesagt, das ist natürlich auch eine interessante Möglichkeit, immer zu sehen, wie ist denn hier die Meinung von diesem Vermögensverwalter, also in dem Fall eben Vermögensverwalter. Viele Trader kommentieren sowohl die Einzeltrades als auch die gesamte Markteinschätzung. Und ich persönlich finde das halt wirklich spannend, weil hier haben Sie die Möglichkeit, einem guten Trader einfach über die Schulter zu schauen und von diesen Tradern auch zu lernen. Das nächste Wikifolio, das ich Ihnen mitgebracht habe, das ist auch eines, das sehr lange und sehr oft in unseren Top-Listen oder Top-Wikifolio-Ranglisten enthalten ist. Das Wikifolio Dividende und Eigenkapital Deutschland. Das wird vom Trader Holger Degener betreut. Ich sage mal, ein sehr klassisches Wikifolio, das halt eben auf dividendenstarke Titel schaut, auch schaut, wie ist die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens. Und der aber schon darüber hinaus auch versucht, das Risiko dann eben ein bisschen abzufangen und wenn die Märkte zu fallen, dann eben auch den Investitionsgrad hier ein bisschen zu reduzieren. Sie sehen, seit Start hat dieses Wikifolio, also gestartet ist es Mitte 2012 herum, seit Start hier 179% Performance, also doch schon eine ganz beachtliche Leistung, die der Trader hier seit Start erzielt hat. Ja, aktueller Kaufkurs von 281 Euro und in diesem Wikifolio sind schon über 6 Millionen investiert. Also das ist schon durchaus eines der beliebteren Wikifolios oder eines, wo schon einige Anleger hier seit einiger Zeit dabei sind. Ja, wie gesagt, auch hier jederzeit volle Transparenz. Sie können sich alle Portfoliopositionen anschauen, können sich die Strategie jederzeit ansehen und ja, natürlich auch hier eine lückenlose Trade-Historie und die Möglichkeit eben dann auch von den Kommentaren von diesen Tradern hier zu lernen. Das dritte Wikifolio, das ich Ihnen noch mitgebracht habe, das ist ein bisschen was, ja, wie der Name schon ankündigt, Spezielles mit dem Wikifolio Special Situations, auf das der Christian, also das der Christian Scheidt betreut. Christian Scheidt ist ja Börsenjournalist und Herausgeber des Zertifikate-Journals.
auch ein sehr erfahrener Anleger, der seit über 20 Jahren handelt. Er nutzt in diesem Wikifolio eben Sondersituationen aus, wo er beispielsweise auf Managerwechseln schaut, wo er beispielsweise schaut, zahlt das Unternehmen hohe Dividende, haben wir irgendwie spezielle Sondersituationen, gibt es neue Produkte vom Unternehmen. Und ja, also auch das hier etwas, was versucht, so ein bisschen unabhängig vom Markt Sondersituationen auszunutzen. Und ja, da haben wir gedacht, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ein recht interessanter Ansatz. Ja, und auch hier natürlich volle Transparenz. Das heißt, Sie können sich alle Performance-Kennzahlen ansehen. Sie sehen, in dieses Wikifolio sind so 1,7 Millionen bereits geflossen. Performance-Gebühr wird dieser Trader rund 10% haben. Ja, und hier sehen Sie dann die Strategie etwas genauer erklärt. Also Übernahmekandidaten, schaut er sich an, Squeeze-Out-Kandidaten, besondere Ereignisse, Sonderdividenden und so weiter. Also unterschiedliche spezielle Events, die eben dann auch relativ kurzfristig den Wert eines Unternehmens ändern können. Er, wie gesagt, versucht eben hier diese Sondersituationen auszunutzen. Ja, und auch hier können Sie natürlich in der Vergangenheit schauen, wie hat er denn getradet mit den einzelnen Titeln und auch wie er eben seine Trades argumentiert hat oder auch wie seine momentane Markteinschätzung ist. Das sehen Sie hier in den Kommentaren. Nikolaus, wenn ich dich unterbrechen darf, hier ist eine Frage reingekommen. Zum einen das Wikifolio Stock Picker und Cash, das erste, was du gerade gezeigt hast, ist die Frage, warum hat es denn nicht die Eigenschaft guter Money Manager und was ist das überhaupt? Okay, die Tags dazu, die sind auch bei uns, wer das mal genauer nachlesen will, die sind in der FAQ-Sektion etwas genauer beschrieben. Diese guten Money Manager Regeln, ja, also die sind rein quantitativ gemessen nach eben bestimmten Kriterien, wenn einer zum Beispiel einen bestimmten Investitionsgrad erfüllt, wenn einer bestimmte Titel auch aufteilt. Ich glaube in dem Fall, warum jetzt dieses Tagging dort nicht ist, muss zugeben, ich bin jetzt nicht ganz sicher in dem Fall, einer der Gründe, glaube ich, könnte sein, weil er dann doch sehr stark seine Positionen dann auch wechselt, sprich komplett in Cash übergeht oder manchmal auch nur sehr wenige Einzeltitel hat, ja, was jetzt in dem Sinne jetzt nichts Schlechtes sein muss. Aber das heißt, wenn er dann nur in ein, zwei oder drei Einzeltiteln geht und dann komplett in Cash übergeht, dadurch verändert er sehr stark seinen Investitionsgrad. Und das kann also dann durchaus ein Kriterium sein, dass er hier dieses Tagging jetzt nicht bekommt. Wer das aber ganz genau wissen will, wie gesagt, in der FAQ-Sektion sind all diese zusätzlichen Taggings sind also dann genauer erklärt. Ja? Okay, dann vielen Dank dir und genau, ich würde sagen, leg einfach mal oder mach mal weiter mit deiner Präsentation. Ja, jetzt vielleicht kurz zur anderen Sichtweise, wenn man jetzt ein eigenes Wikifolio erstellen möchte, ja, hat man eben auf Wikifolio sehr leicht die Möglichkeit zu sagen, gut, man muss sich natürlich einmal dementsprechend eine gute Strategie überlegt haben. Und wenn man dann sich auf der Plattform registriert hat, dann kann man relativ einfach in diesem blauen Bereich ein eigenes Wikifolio erstellen. Und das durchläuft unterschiedliche Phasen. Ja. Jedes Wikifolio startet einmal am Beginn in einer Testphase. In der Testphase ist es für andere Teilnehmer auf der Plattform noch nicht sichtbar. Da ist es nur für einen selber ersichtlich. Und wenn man sich dann dazu entschließt, dieses Wikifolio zu publizieren, ab dem Moment ist es eben auf der Plattform sichtbar und dann kann man eben auch Vormerkungen sammeln. Und die Vormerkungen sind wichtig, weil jedes Wikifolio braucht eben oder muss eben diese drei Kriterien erfüllen. Einerseits 10 Vormerkungen, 2500 Euro vorgemerktes Kapital und 21 Tage Track Record. Vielleicht kurz zur Erklärung. Vormerkungen ist so ähnlich, wie Sie das vielleicht kennen auf Facebook, dass jemand sagt, das gefällt mir. Das heißt, in dem Fall heißt das, es müsste andere potenzielle Anleger geben, die sagen, grundsätzlich finden sie ihre Strategie spannend und markieren hier einmal die Vormerkung.
Und im Zuge des Vormerkens ist es auch so, dass man angeben könnte, wie viel könnte man sich denn vorstellen zu investieren. Das ist noch kein verbindliches Kapital, aber wie viel könnte man sich theoretisch vorstellen zu investieren. Und da braucht man eben in Summe diese 10 Vormerkungen um 2.500 Euro vorgemerktes Kapital und die 21 Tage Track Record. Das ist also die Mindestzeit, zu der dieses Wikifolio bestehen muss. Wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, dann kann man eben die Investierbarkeit beantragen. Ja, und im Zuge der Investierbarkeit, da gibt es dann von unserer Seite aus dann natürlich eine gewisse redaktionelle Prüfung und auch eine Legitimierung mittels Ausweiskopie von dem Trader. Also ab dem Moment, wo das dann wirklich ein börsengelistetes Produkt werden soll, da überprüfen wir dann natürlich sehr wohl auch die Identität des Traders. Ja, und die höchste Auszeichnung, die ein Wikifolio dann sich selber sozusagen oder wo der Trader dazu beitragen kann, ist, wenn er eben sagt, ich glaube selber an meine eigene Handelsstrategie oder ich bin da auch so überzeugt, dass ich da mindestens 5.000 Euro selber hineinlege, dann bekommt sie eben noch die Auszeichnung Real Money Wikifolio. Ja, das Wikifolio erstellen, also das ist eigentlich relativ, ich sage mal so relativ klassisch, ja, man muss sich natürlich am Beginn einen sehr guten Titel des Wikifolios überlegen. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ja, weil wir sehen das oft ein und dieselbe Strategie, aber wenn die eine Strategie eben einen sehr reizvollen oder anziehenden Namen hat, das zieht dann durchaus die Assets auch an. Also der Titel ist einmal durchaus wichtig und dann natürlich auch eine dementsprechende Handelsidee, die plausibel ist, die einen positiven Erwartungswert hat. Und ein wichtiger Punkt auch, wenn Sie dann das Wikifolio Anlageuniversum sich anschauen, da ist vor allem die Entscheidung wichtig, ob Sie eben Hebelprodukte dabei haben wollen oder nicht. Ich sage das deshalb dazu, weil wenn das Wikifolio einmal emittiert worden ist, da können Sie später dann nicht mehr ändern, ob Sie dann Hebelprodukte dazu nehmen wollen oder eben nicht. Also bitte Anlageuniversum auch gut überlegen. Ja, und dann habe ich Ihnen doch eine Folie noch mitgebracht, weil es gut, grundsätzlich sage ich mal so, es ist natürlich komplett Ihnen überlassen, wie Sie handeln. Aber was wir doch immer wieder häufig beobachtet haben, dann bei den, also der Unterschied zwischen den erfolgreichen und den weniger erfolgreichen Tradern, es passieren leider Gottes immer wieder dieselben Fehler. Wir warten eigentlich zu lange ab beim Aufwärtstrend, wir warten zu lange auf die Bestätigung. Und erst dann, wenn dieser Aufwärtstrend sehr weit fortgeschritten ist, dann glauben wir dran und dann steigt man eigentlich erst relativ spät in diesen Aufwärtstrend ein. Ja, und dann passiert eben das, was leider Gottes passieren muss. Der Markt fängt irgendwann zum Korrigieren an. Am Beginn hofft oder wünscht man auch, dass es eben nur eine kurze Korrektur war. Und leider führt es dann dazu, dass dann oft Positionen minus 30, minus 40, minus 50% nach unten korrigieren und leider Gottes auch dann passiert meistens der zweite Fehler. Irgendwann wirft man dann die Flinte ins Korn, wenn die Position dann minus 70% gefallen ist. Und das führt halt dazu, dass sie eigentlich genau zu den schlechtesten Punkten kaufen und verkaufen. Und von daher von mir vielleicht nur kurz die Empfehlung, wenn Sie versuchen, diesen Prozess umzudrehen, eben wirklich sagen, warten Sie auf eine starke Korrektur ab. Wenn dann einmal wieder sich eine Bodenbildung herausgestellt hat, dass und die Kurse von unten nach oben hinaufbrechen, das könnte ein sinnvoller Zeitpunkt sein, um einzusteigen. Und dann auch umgekehrt, wenn Sie dann also in dieser Position drin sind und in dem Aufwärtstrend hier einige Zeit mitgenommen haben und wenn Sie dann eben Anzeichen sehen, dass dieser Aufwärtstrend gebrochen wird, dann ist wahrscheinlich eine ganz gute Zeit, um dort auszusteigen. Also das vielleicht nur ganz kurz am Rande dazu. Ich habe das auch hier nochmal kurz zusammengefasst. Viele Privatanleger oder ein sehr häufiges Problem ist, was wir sehen, viele Privatanleger wenden eben diese Analysenmethoden jetzt, egal ob sie technische Analyse oder fundamentale Analyse verwenden, nicht konsequent an. Es wird hier zu häufig von einem Stil zum anderen gesprungen und eben dann auch nicht dieser Stil konsequent verfolgt. Und ein möglicher Lösungsweg könnte natürlich sein, das eine ist einmal die Grundphilosophie des Trendfolgens. Ich weiß, dieser Spruch ist zwar ein bisschen schon fast abgelutscht, könnte man sagen, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Ich weiß, das sagt Ihnen wahrscheinlich jeder Trading Coach und in jedem Buch steht das drinnen. Aber es ist nach wie vor einer der wichtigsten Aspekte.
Weil wir machen leider Gottes psychologisch genau das Umgekehrte. Erfahrungsgemäß ist es so, dass wir oft die Gewinne eben nicht, also die Gewinne leider Gottes zu früh mitnehmen und die Verluste eben nicht beschränken, weil wir glauben, ja, der wird eh noch umdrehen. Und dann passiert es also so, dass wir dann bei den Verlusten eben zulassen, dass wir minus 30, 40, minus 50% haben und die Gewinne dann oft zu früh mitnehmen. Und das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum Trader dann nicht erfolgreich sind, beziehungsweise auf der anderen Seite dann auch die Top-Trader wirklich sehr gut sind. Die lassen die Gewinne wirklich laufen, wenn es also noch weitergeht in die Richtung. Und auf der anderen Seite schauen sie bei den Verlusten, dass sie die dann auch nach bestimmten Kriterien oder bestimmten Marken dann eben auch nach unten hin beschränken. Ja, der zweite Punkt wäre eben, dass sie natürlich versuchen sollten, ein bewertetes oder für die, die eher regelbasiert handeln, ein getestetes System verwenden. Da kann dann durchaus auch ein automatisierter Handel sinnvoll sein. Oder die letzte Variante ist natürlich, wenn Sie sagen, ja, ist doch ganz spannend, was es hier auch auf Wikifolio gibt, dann nutzen Sie doch die Möglichkeit, vielleicht dem einen oder anderen guten Trader hier zu folgen. Und ich finde eben auch vor allem den Aspekt hier von anderen Tradern zu lernen, einen ganz spannenden und ganz wertvollen. Und ja, also ich hoffe, dass wir hier auch einige Hinweise geben konnten in die Richtung. Ja, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, das Gebührenmodell, also jedes Wikifolio-Zertifikat kostet eben 0,95% ist die Zertifikategebühr, die wird auch täglich dann abgezogen. Das heißt, die ganzen Charts, die Sie auf der Plattform sehen, die sind schon nach Abzug der Zertifikategebühr und nach Abzug der Performancegebühr. Und die Performancegebühr, die fängt an ab 5% und wie gesagt, die kann der Trader frei wählen in einem Bereich von 5% bis 30%. Die Berechnung basiert hier nach dem High-Watermark-Prinzip. Das heißt also wirklich, wenn neue Hochs gebildet werden, also neue Gewinne gebildet werden, dann fällt also die Performancegebühr von diesen neuen Gewinnen an. Und ja, ein wichtiger Aspekt, vor allem für diejenigen, die etwas intensiver handeln wollen, im Wikifolio-Zertifikat haben Sie keine eigentlichen Transaktionskosten. Also das ist sicherlich für die, die sehr intensiv handeln, ein spannender Aspekt. Ja, und eben das Fee-Sharing, es ist ein bisschen ein gestaffeltes Modell, aber ab dem Moment, wo mehr als 125.000 Euro in die Strategie investiert ist, ab dem Moment kriegen Sie 50% Anteil der Performance-Fee, die Sie dann mit diesem Wikifolio verdienen. Also hier auch durchaus ein attraktives Fee-Sharing-Modell. Ja, ganz kurz vielleicht noch unser Netzwerk. Also Sie sehen, es gibt eine ganze Menge privater Trader. Also in der ersten Reihe sehen Sie, wer kann alle diese Handelsstrategien erstellen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, private Trader bei uns, Medienunternehmen und die professionellen Vermögensverwalter. Sie haben dann ein Anlageuniversum aus über 250.000 Produkten. Ich sage mal so salopp, Sie können bei uns alle gängigen Aktien handeln, also deutsche, österreichische, Schweizer, amerikanische Titel. Wenn Sie jetzt nach chinesischen Nebentiteln suchen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber so die großen klassischen Titel, die finden Sie bei uns auf jeden Fall. Und Sie haben über 250.000 verbriefte Instrumente, also derivative Instrumente von einer HSBC, Société Générale, UBS und von Lang und Schwarz. Also da finden Sie dann Zertifikate, Turbos, Knockouts und natürlich auch klassische ETFs in Long- und Short-Varianten und auch einfach, zweifach, dreifach gehebelt. Ja, und auf der anderen Seite natürlich unsere Partnerschaften. Wie gesagt, über die S-Broker-Partnerschaft freue ich mich ja und ist jetzt auch schon eine lange und bewährte Partnerschaft. Ich komme dann auch gleich zu den Sparplänen. Und auf der anderen Seite die Medienpartnerschaften. Sie können natürlich auch hier Wikifolio-Content auf einer Onvista oder Finanzen 100 finden. Und ja, ich glaube, das zeigt einmal so ganz kurz unser Netzwerk hier dargestellt. Wir haben mittlerweile auch einige Auszeichnungen bekommen. Zunächst einer der letzten, der jetzt hier noch gar nicht drauf ist, von Deloitte Fast 500, waren wir unter den Top 10 Plätzen der Fintech-Unternehmen. Wir haben auch European Fintech Awards gewonnen. Wir haben den ersten Platz bei Zertifikate Awards erreicht.
Ja, und wir sind auch immer wieder bei den EUWAX-Kundenorders im Zertifikatebereich eben oder Index- und Partizipationszertifikate sind wir immer ganz weit vorne mit dabei. Ja, und jetzt, wie schon am Beginn kurz erwähnt, es gibt eben Sparpläne, das heißt, Sie haben die Möglichkeit hier in monatlichen Raten hier zu vergünstigten Konditionen einfach regelmäßig in Wikifolios zu investieren, also unter 500 € sogar kostenfrei. Und das haben Sie sowohl die Möglichkeit mit normalen Wikifolio-Zertifikaten zu machen. Sie finden dann eine Auswahl eben auf der S-Broker-Seite oder Sie haben eben auch dann die Möglichkeit, jetzt das mit Vermögensverwalter-Zertifikaten zu machen. Auch eine Einzelinvestition ist möglich. Hier würde dann beim Einzelkauf insgesamt eine Order von 4,99 € nur anfallen, also auch wenn Sie sich mal für das ein oder andere Vermögensverwalter Wikifolio entschieden haben und sagen, Sie möchten das eben auf einmal investieren und nicht in Form eines Sparplans, dann haben Sie hier einmal die Orderprovision von 4,99 €. Ja, damit können wir zusammenfassen, was sind denn jetzt die Vorteile oder wo sehen wir den Mehrwert durch Wikifolio? Also einerseits, wenn Sie aus der Investorensichtweise denken, Sie haben eben die Möglichkeit, Handelsstrategien von erfolgreichen Börsenhändlern hier kennenzulernen und eben von deren Erfahrung wirklich zu lernen. Und zweitens, Sie haben eben die Möglichkeit, über dieses börsengelistete Indexzertifikat direkt an deren Performance bzw. an deren Wertentwicklung im Wikifolio Musterdepot eben auch zu partizipieren. Und Sie haben eben die Möglichkeit auch zu sagen, Sie können hier über Sparpläne oder Einzelaktionen eben beim S-Broker hier regelmäßig einfach Beträge in Ihre ausgewählten Wikifolios dann investieren. Und ja, ich glaube, das ist eine sehr komfortable Art und Weise, wenn man eben wirklich sagt, okay, ich gebe halt pro Monat einfach 200 €, 300 € oder wie viel auch immer in dann meine ausselektierten Wikifolios hinein. Und auf der anderen Seite aus Trader-Sichtweise, da ist es natürlich, muss man sagen, für den privaten Trader eigentlich eine Sensation, dass man sich hier einen Track Record aufbauen kann in einem börsengelisteten Produkt. Und man hat dann eben auch noch die Möglichkeit, natürlich nicht nur sein eigenes Geld zu vermehren, sondern wenn dann eben auch andere Anleger in die eigene Handelsstrategie investieren, dann eben auch den Anteil einer Erfolgsprämie zu verdienen, wenn man eben dementsprechend erfolgreich handelt. Ja, damit bin ich am Ende von der Präsentation. Gibt es jetzt noch weitere Fragen? Dann kann man natürlich, also entweder stehe ich jetzt natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Wenn Sie dann nachgelagert noch weitere Fragen haben, können Sie sich natürlich auch sehr gerne melden an service@wikifolio.com, beziehungsweise Sie sehen auch die Telefonnummern hier. Und Sie sehen auch, im Chatfenster habe ich Ihnen einerseits den S-Broker-Link für die Sparpläne dazugegeben und auch die drei Wikifolios, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die können Sie sich dann auch hier in Ruhe auf der Homepage ansehen. Also wenn Sie dort einfach noch einen Blick aufs Chatfenster machen. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen von meiner Seite. Ich sage auf jeden Fall mal danke vielmals für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, falls es noch Fragen gibt, stehe ich hier gerne zur Verfügung. Ja, Nikolaus, danke dir schon mal. Fragen sind auch noch reingekommen, die ich dir jetzt gerne nochmal stellen möchte. Und Ja, zwar gerne. eine Frage gewesen, ist es derzeit möglich oder ist es vielleicht auch zukünftig möglich, falls nicht, dass man sich auch benachrichtigen lassen kann, wenn ein Trader sein Portfolio verändert hat, wenn er gesagt hat, ich verkaufe jetzt die Siemens oder was auch immer und dann eben die Stücke verkauft hat. Ja, also diese Richtung, sage ich einmal, die wird jetzt schon oder teilweise wird das jetzt schon angeboten, wenn man sich natürlich seine Lieblingswikifolios in eine Watchlist hineinlegt. Und wir sind jetzt gerade auch dabei, die Funktionen unserer Wall auszubauen. Also es gibt jetzt einen neuen Bereich, der heißt Wikifolio Wall. Den findet man dann über die eigene Watchlist. Und dort gibt es dann eben auch die Möglichkeit, wenn man eben dann seine Lieblingswikifolios dort in die Watchlist hineingegeben hat, dann kann man eben auch einzelne News oder einzelne Trades dazu dann über die Wall hier dann passend zum Wikifolio finden. Ja.
Okay, vielen Dank. Dann ist noch eine Frage reingekommen. Es gibt ja auch so ein paar Wikifolios, die sind recht hoch. Du hast ja vorhin auch, glaube ich, das eine oder andere angezeigt, dass dann da auch mal ein Wert von 200, manche haben vielleicht sogar einen Wert von 500 oder von 1000. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht möglich, dass man dort weniger als eben, wenn das Wikifolio bei 1000 ist, 1000 anzulegen, denn die sind ja nicht wirklich splittbar. Und man kann ja auch nicht das Bezugsverhältnis herabsetzen, weil eben die Zertifikatsbedingungen einfach feststehen, auch und von der BaFin eben auch nicht verändert werden dürfen. Oder siehst du da eine andere Möglichkeit? Das ist richtig, wobei man sagen muss, jetzt bei den genannten Wikifolios, also wenn es so 100, 200, 300 Euro sind, wie gesagt, es gibt kein Splitting standardmäßig. Man könnte natürlich jetzt, wenn man es etwas komplexer machen will, man könnte jetzt so ein Wikifolio in ein Dachwikifolio hineingeben oder nur Anteile davon in ein Dachwikifolio, aber standardmäßig ist es jetzt nicht vorgesehen, dass ein Wikifolio-Zertifikat gesplittet wird. Wir hatten vor allem dieses Thema sehr stark bei einem Wikifolio. Ich meine, es gab mit dem Perspektive-Wikifolio eines, das mehr als 30.000% Return gemacht hat. Da hat die Traderin selber dann ihr Wikifolio auch noch gesplittet in einem weiteren Zertifikat. Aber jetzt standardmäßig haben wir es eigentlich nicht vorgesehen. Okay. Und vielleicht hast du auch noch einen Tipp für die Teilnehmer. Es ist ja so, dass du hast jetzt auch ein paar Wikifolios vorgestellt, die ja auch einen guten Track Record haben, die da auch langfristig da durchaus erfolgreich waren. Nun ist es ja auch so, es gibt ja sicherlich nicht nur Wikifolios, die sehr gut laufen, sondern es gibt sicherlich auch mal Wikifolios, die auch das mal so salopp gesagt, an die Wand fahren. Wie kann man denn zum Beispiel auch mit eurer Suche dann sowas ausschließen? Wahrscheinlich nicht, aber zumindest die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass man sich ja, erfolgreiche Wikifolios auch anzeigen lässt. Also dann machen wir doch gerne einen Schwenk mal direkt zu uns auf die Homepage. Wie gesagt, das ist jetzt nur meine persönliche Empfehlung, wie man hier vorgehen könnte. Wenn man sich einmal die Suche ansieht, ich meine, die erste Grundentscheidung, die man hier treffen kann, ist einmal zu sagen, will ich mir jetzt Wikifolios mit Hebelprodukten anzeigen oder ohne Hebelprodukte? Ja. Es gibt einige Trader, einige wenige, sage ich einmal, die mit Hebelprodukten auch sehr gut erfolgreich handeln, vor allem wenn sie dann die Hebelprodukte zum Absichern einsetzen gegen fallende Märkte. Grundsätzlich einmal würde ich sagen, dass einmal die Wikifolios ohne Hebelprodukte etwas risikoloser oder sagen wir es mal so, nicht eben nicht den Risiko des erhöhten Hebels einmal drinnen haben. Ja. Das heißt, die erste Entscheidung kann einmal hier sein, okay, ich lasse mir jetzt nur Wikifolios ohne Hebelprodukte anzeigen und natürlich nur die Wikifolios, die jetzt auch dann schon investierbar sind. Und wenn man sich jetzt dann einmal hier durchsucht, durch die unterschiedlichen Wikifolios, also das Erste, was ich eigentlich immer mache, ich würde mal anschauen, welche Equity-Kurve denn hier sehr glatt verläuft. Und da fallen natürlich dann schon einige Wikifolios auf, denen es zumindest in der Vergangenheit gelungen ist, hier eben eine relativ glatte Equity-Kurve zu erzielen. Und ich würde mir dann eben auch bei der jeweiligen Strategie, beispielsweise hier sehen Sie Goldesel Trading, ich würde mir dann eben auch bei der jeweiligen Strategie immer versuchen, ganz genau die Handelsidee einmal durchzulesen und einmal zu versuchen nachzuvollziehen, erscheint es für mich persönlich, erscheint das plausibel, erscheint das nachvollziehbar. Und was ich dann auch machen würde als nächstes, ich schaue mir dann bei den Trades an, handelt dieser Trader tatsächlich das, was er da oben auch so eins zu eins beschrieben hat? Ja? Und wie sind die Kommentare des Traders? Also wie schlüssig wirkt das Ganze? Ja? Natürlich muss man eines dazu sagen, wenn ich jetzt hier beispielsweise eine gute Value-Strategie sehen würde, ja, und der gesamte Markt bricht um 30% ein, dann wird es auch dieses Wikifolio erwischen. Ja. In dem Fall des Goldesel Trading ist jetzt doch ein Wikifolio, das eben von Michael Flender hier betreut wird. Der versucht auch so deutlich kurzfristigere Marktbewegungen mitzunehmen. Ich sehe hier oben auch, dass er keine Hebelprodukte drinnen hat. Das heißt, er kann einmal grundsätzlich nicht von fallenden Märkten profitieren.
Aber ich würde mir eben dann anschauen, wenn der Markt jetzt zu fallen beginnt, würde ich mir ansehen, wie schnell reduziert er die Positionen oder geht er eben sozusagen mit seinem Investitionsgrad zurück. Ja. Ja, und so glaube ich, kann man dann schon über eine gewisse Zeit kriegt man ein Gefühl, welche Trader macht denn hier eine solide Leistung, wer reagiert wie, auf welche Marktverhältnisse. Also das wäre sicherlich mal so der erste Tipp. Also man sollte sich den Verlauf der Equity-Kurve ansehen, sehen einmal, gut, gab es da jetzt längere Verlustphasen, wie geht der Trader dann auch um, wenn sich beispielsweise, also wenn der Markt massiv zu fallen beginnt. Das alles sind für mich so ein bisschen Qualitätskriterien, um zu beurteilen, wie gut ist der Trader von der Qualität her. Und da haben wir eben auf Wikifolio wirklich diese vollkommene Transparenz, dass man eben wirklich hineinschauen kann, dass man schauen kann, was hat dieser Trader aktuell hier an Portfoliopositionen drinnen. Ich sehe zum Beispiel, das ist ein Trader, der mit allen Positionen hier positiv ist. Ich sehe auch von den Trades her, okay, er hat hier relativ viel im Jänner noch gehandelt, ja, also auch so halbwegs intensiv handelt. Das sind halt alles Dinge, die ich mir ansehen würde. Ja. Oder hier beispielsweise haben wir eine Strategie, die heißt Pro Return, eine ganz extrem glatte Equity-Kurve. Aber da sehe ich zum Beispiel, dass es was sehr Spezielles ist, weil er mit Cap-Bonus-Zertifikaten arbeitet. Also jetzt müsste man sich dann, damit man diese Strategie gut nachvollziehen kann, nachschauen, was ist denn genau so ein Cap-Bonus-Zertifikat? Verstehe ich das von der Funktionsweise? Das ist im Prinzip meine Vorgehensweise, wie ich das machen würde. Also versuchen zu verstehen, was macht der Trader? Wie reagiert der Trader dann auch, wenn die Märkte mal ein bisschen stärker nach unten fallen? Und dann, glaube ich, kriegt man hier schon nach einiger Zeit eben einen ganz guten Eindruck, welche Trader hier über die Zeit eben solide sind und wie sich die eben dann auch in schwierigen Marktphasen verhalten. Ja? Und von daher macht sicherlich Sinn, auch immer wieder von Zeit zu Zeit hier bei uns auf die Homepage zu gehen und sich eben hier diese Top-Wikifolio-Rangliste hier anzusehen und dann, glaube ich, kriegt man da einen ganz guten Eindruck dafür. Danke dir. Und noch eine Frage, die jetzt gerade eben vor ein paar Sekunden reingekommen ist. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, in Wikifolio zu investieren und das dann eben quasi auf US-Dollar lautet? Die Frage ist jetzt in ein Wikifolio-Zertifikat, das in US-Dollar geführt wird. Oder habe ich die Frage? Genau, so ist es. Also es ist jetzt so, dass aktuell kann man bereits zwar schon die Wikifolios als US-Dollar könnte man es anlegen. Also wenn man jetzt ein Wikifolio erstellt, könnte man dieses bereits in US-Dollar sozusagen das Musterdepot erstellen. Aber es ist noch nicht möglich, diese Wikifolios, dass wir diese emittieren. Das wird leider Gottes noch ein bisschen länger dauern. Da sind wir noch am Verhandeln. Es wird wahrscheinlich erst gegen Ende Q3 oder Q4 sein. Also aktuell würde ich sagen, sind es alles noch Euro-geführte Wikifolios und sie werden eben auch als Euro-Wikifolio dann emittiert. Es wird aber in Zukunft, ich sage jetzt einmal vorsichtig, in einem halben Jahr sollte diese Funktion dann kommen. Okay, super. Also sieht man, dass da auch immer weiter dran geschraubt wird, um einfach noch viel mehr Wünsche zu erfüllen. Das versuchen wir immer als Startup-Unternehmer. Genau, sehr gut. Eine Frage, die jetzt auch noch gekommen ist, bei der Performance-Gebühr, die kann der Trader selbst festlegen, oder? Ganz genau, die Performance-Gebühr, also der Trader, der ihm selber sein Wikifolio erstellt, kann hier am Beginn eben wählen zwischen 5% und 30%. Man soll ja natürlich immer ein bisschen abwägen, naja, wenn man das zu hoch ansetzt, wird es dann vielleicht doch den ein oder anderen Investor verschrecken. Also meine Empfehlung wäre da immer so irgendwo im Mittelbereich. Aber es hängt natürlich ganz stark von der jeweiligen Strategie ab. Also ob jetzt ein Trader sagt, ich möchte jetzt wirklich progressiver traden oder eben doch deutlich konservativer oder was sind so die angestrebten Renditen von dieser Strategie, davon würde ich es dann eben ein bisschen abhängig machen. Okay, und die letzte Frage noch, vielleicht mal so,
bei den Tradern. Du hast sicherlich auch schon einige der Trader kennengelernt, die bei Wikifolio Zertifikate aufgelegt haben. Gibt es da auch Trader, die dann irgendwann gesagt haben, so, jetzt ist das für mich so erfolgreich, jetzt werde ich nur noch Wikifolio-Trader sein, weil ich da einfach auch sehr gut drin bin und dann auch davon leben kann, durch mein eigenes Trading und eben durch das, ja, was dann vielleicht noch als Wikifolio-Prämie obendrauf kommt. Ja, also da haben wir schon einige Erfolgsstorien vorzuweisen. Gut, zum einen, es ist natürlich auch eine einfache Rechenaufgabe. Ich meine, man sieht natürlich bei den Wikifolios, wo hier schon 2, 3, 4, 5 Millionen drin investiert sind, und wenn der dann so 15% Performance-Fee oder 20% Performance-Fee verdient, da verdient er in den guten Jahren dann schon wirklich schöne, ordentliche Beträge. Und ja, es gibt also dann doch den ein oder anderen Trader, der dann durch uns schon diesen Schritt dann zum Vollzeit-Trader hier gemacht hat, ja. Okay, super. Gut, dann würde ich sagen, jetzt sind erstmal keine Fragen weiter reingekommen. Du hast ja gerade nochmal gezeigt, wo man dich erreichen kann. Gerne auch natürlich Fragen an uns beim S-Broker, an akademie@sbroker.de, wenn das auch mit uns zu tun hat beispielsweise. Ansonsten hier steht nochmal die E-Mail-Adresse service@wikifolio.com oder auch hier direkt an dich, Nikolaus. Dann würde ich sagen, für dich erstmal noch einen schönen Abend, Nikolaus. Vielen Dank für die Präsentation, für die Einblicke hier in Wikifolio. Ich denke, du hast hier allen Teilnehmern dann auch das Ganze sehr gut erklärt, vielleicht auch schmackhaft gemacht, selbst mal was zu versuchen, ein Wikifolio anzulegen und oder auch zu investieren. Und für alle Teilnehmer natürlich auch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, und ich wollte noch fragen, ich glaube, die Aufzeichnung, vielleicht auch noch als wichtiger Hinweis, die Aufzeichnung stellt ihr ja dann nachher auch noch zur Verfügung. Genau, so sieht's aus. Also diesmal keine Teilnehmerfrage, sondern eine Frage von dir. Ja, wir stellen die Aufzeichnung auch noch im Nachgang zur Verfügung. Da bekommen alle Teilnehmer auch nochmal eine E-Mail mit der Aufzeichnung. Perfekt. Ja, ich sage wie gesagt auch schönes Dankeschön, danke für die Aufmerksamkeit und wünsche allen noch einen schönen guten Abend in die Runde und ja, bis auf bald wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.